Glasierte Früchte könnt ihr ganz einfach zu Hause machen und ich zeige euch jetzt wie. Als allererstes wäscht ihr eure Trauben und macht sie dann an einen Spieß dran. Wir hatten zu Hause noch Erdbeeren da, deshalb habe ich das Ganze auch damit gemacht. Und eine Kiwi hatten wir auch da. Ich dachte, bevor die schlecht wird, mache ich das auch damit. Also ihr könnt das Ganze mit jeder Frucht machen. Für die Glasur kocht ihr 2 Tassen Zucker mit 1 Tasse Wasser auf. Ich habe den Herd auf höchste Stufe gestellt, habe das Ganze einmal umgerührt und dann wirklich kochen lassen, bis es eine goldene Farbe annimmt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr gerne ein bisschen was in ein kaltes Glas geben und wenn es fest wird, dann wisst ihr, dass ihr ready seid. Dann bestreicht ihr einfach eure Fruchtspieße mit dem Sirup und lässt das Ganze im kalten Wasser stehen. Das ist sehr wichtig, Leute. Ohne das kalte Wasser funktioniert das Ganze nicht. Deshalb bereitet das auf jeden Fall auch parallel vor. Am Ende sieht das Ganze so aus und ist auf jeden Fall nicht zu viel. Ich hatte einen Zuckerschock danach. Mhm.